Hallihallo, meine lieben Freunde. Da sind wir mal wieder bei einer neuen Aufnahme von Stardew Valley. Es hat eine längere Aufnahmepause gegeben bei mir leider. Und ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich bin. Es tut mir echt leid. Ah, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe jetzt in meinen Einstellungen habe ich die Webcam nicht mehr als separates Dokument laufen lassen, sondern ich habe es jetzt als zusammengehöriges Dokument laufen lassen. Ich will jetzt einfach mal in dieser Aufnahme gucken, ob das funktioniert, ob das besser ist, ob das schlechter ist und bin da halt selbst noch ein bisschen am Austesten. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. So, mal gucken, was sich hier getan hat. Ah, oh, ich kann heute ein bisschen ernten. Das ist natürlich Weltklasse. Ich sag's euch, Weltklasse. Weil ernten bedeutet nicht gießen. Und nicht gießen bedeutet mehr Energie. Aber das wisst ihr ja selbst. Was mich interessieren würde übrigens, ob ihr es mittlerweile vielleicht auch schon mal ausgetestet habt, das Spiel, oder ob ich es euch geholt habt, oder ob ihr es vielleicht noch bei einem anderen Let's Player mal euch angeschaut habt, ob es was für euch ist, oder ob ihr es nur bei mir scheiße findet. Von daher, wäre ganz cool, wenn ihr mir das mal mitteilen würdet. Oder auch, was ich verbessern kann. Oder wo sich andere natürlich an mir ein Beispiel nehmen können. Das dürft ihr mir natürlich auch sagen. Und ich ernte. Also die Bohnen waren bisher nicht so ertragreich, oder? Soweit ich mich daran erinnern kann, haben wir bisher erst einmal die Bohnen ernten können. Das finde ich ist eine ziemlich miese Ausbeute. Naja, egal. So. Ach ja, Peachy. Peaches? Ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. Will ich der Scheiß Katze wenigstens Wasser geben? Ich kann sie nicht mal anklicken, aber ich kann sie gießen. Ah, wie gut. Na gut, Spaß beiseite. So. Gießkanne noch schnell auffüllen und dann verstauen. Und dann können wir mal gucken, was wir heute alles machen können. Ach, wie war das denn? Was habe ich denn jetzt hier mittlerweile alles? Habe ich denn da überhaupt schon was drin? Aha, okay, so sieht das also aus. Ach nee, ich wollte doch verkaufen. Tja, was verkaufe ich da jetzt am besten? Ich würde sagen, ich verkaufe von denen mal. Von denen. Ja. 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 Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, Gießen brauchen wir nicht mehr. Die. Ich nehme sie mal mit. Sicher, sicher. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir so viel freies Feld. Aber wir haben schon den 20. Leute. Das wird mega knapp, wenn ich jetzt noch was ansetzen will. Außer ich hole mir einfach ein paar Parsnips. Das hatte ich mir jetzt nämlich schon überlegt. Und schau mal, was. Ups, zu lange Fingernägel. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept gekommen wegen meinen Fingernägeln. Ach ja, mit den Parsnips. Ja, ich glaube, da holen wir einfach nochmal welche. Ah, egal. Wie viel Zeit haben wir denn? Oh, ist ja noch mega viel Zeit. Da können wir sogar noch Kartoffeln holen. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kartoffeln brauchen 6 Tage. Sind auch ertragreicher. Wir haben knapp 3G. Ja. Und Glück gehabt, dass heute nicht Mittwoch ist. Scheiß Boden, ey.
Egal. Nein, die wollte ich doch gar nicht. Oh, ich Idiot, was ich jetzt ein Geld verloren habe. Ich bin so bescheuert. Oh, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Oh, ich könnte mir gerade selbst sowas von den Arsch treten. Ich glaube, es waren aber nicht allzu viele, oder? Wie bitter. Ich bin so blöd. Es kommt einfach davon, dass ich schon so lange nicht mehr gespielt habe. Ich sag's euch. Egal, ist jetzt halt so. Pech gehabt. Arschlecken. Darf man hier gar nicht sagen, gell? Natürlich, ich bin einfach ein A-Loch. Ich habe es wieder vergessen. Was habe ich denn hier? Speedgrow. Ne, will ich eigentlich nicht. Ach, das ist das, was ich geschenkt bekommen habe. Ja. Kann ich noch Fertilizer? Wo ich jetzt meine scheiß Gießkanne? Okay. Na dann. Also dann machen wir erstmal. Ach ja, wir craften erstmal. On top. Wie sollte es auch anders da sein? Ach, ist das schön. Ach, dann machen wir erstmal hier ein. Okay. Naja, das will er halt nicht immer. Ist halt so. Ach ja. Kommen wir wieder zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Aber ich habe ja schon wieder zu lange Fingernägel. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, das ist ein bisschen wie bügeln. Gießen. Man muss es halt machen, aber es macht echt extrem wenig Spaß. Naja, ist halt so. Ach ja, übrigens, ich möchte auch heute eine persönliche Widmung geben. Da mein YouTube-Kanal in meinem bekannten Freundeskreis aufgetaucht ist oder ich mich ein bisschen verquatscht habe und es mir ehrlich gesagt ein bisschen leid tut. Auf jeden Fall möchte ich ganz lieb den Henrik, die Annelore und den Niklas grüßen. Ich hoffe, die fühlen sich jetzt geliebt und verstanden und wie man sich auch sonst noch so fühlen kann. Ja, und ich hoffe, ihr Pisser liked mein Video auch. Sonst gibt's Backenfutter. Und wir gehen nicht mehr Lasertag spielen. Jetzt habe ich natürlich meine einzigen Abonnenten verkraut. Ach, wie gut. Und kein Wasser mehr. Du willst mich doch schon wieder verarschen. Und hier pflanze ich auch noch mal. Na, da freue ich mich doch gleich schon wieder morgen aufs Gießen. Das wird schön. Und meine Katze ist tot. Ah, nee, doch nicht. Sah nur so aus. Ja gut, was machen wir jetzt heute noch? Da müssen wir mal gucken, weil bisher war es ja relativ unspektakulär und auch langweilig. Nicht nur für euch, für mich auch. Von daher müssen wir jetzt einfach mal schauen, was wir machen können. Ich habe leider nichts zu fressen dabei. Das heißt, wir können auch nicht in die Mine. Oder ich überleg's mir nochmal. Oh, ich hätte schon Bock auf die Mine. Die Minen, die waren, glaube ich, die letzten Male eigentlich immer gut. Ja. Nee, Freunde brauche ich auch nicht. Freunde werden überbewertet. Ach,
Ach, egal, ich gehe jetzt einfach rein. Ah, ich könnte nochmal hier in diese komische Adventure-Gilde rein. Gucken, vielleicht gibt es da was Neues. Vielleicht haben die irgendwas zu quatschen. Oder vielleicht kriege ich schon was. Sneakers. Ja, ja. Okay, ich habe irgendwie noch ein Scheißschwert. Ach ja. Ach ja, und mit dem kann man sich dann auch... Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Da will ich so schnell nicht wieder auftauchen. Außer ich habe einen Quest, dann gehe ich halt hin. Ich bin schon bei Level 20. Ach ja. Und ich habe die Angel dabei. Da geht einiges. Oder es geht auch nichts. Yeah, eine weiße Alge. Ich weiß gar nicht, ob man auf Level 20 überhaupt schon was Tolles angeln kann. Außer weiße Algen und Treibholz. Ja, eine Joja-Cola. Sehr schön. Einfach nur schön. Okay, wir brechen das an der Stelle einfach ab. Das macht wenig Spaß. Oh, das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Ich komme runter und finde direkt den Eingang. Das ist natürlich mega. Okay. Oh, zum Steine ernten bin ich ja nicht hier. Yeah, und da ist schon wieder direkt. Also, was habe ich denn hier heute für eine Glückssträhne quasi? Und sonst aber nur Steine, okay. Also vielleicht doch nicht so eine krasse Glückssträhne. Oh, eine kleine Glückssträhne vielleicht. Oder war ich das letzte Mal schon? Das kommt mir so bekannt vor. Ich weiß es nicht. Kann sein, muss nicht sein. Alter Ficken. Nein. Einfach nein. Oh nein, das ist ein Boss-Level. Das heißt, ich muss hier erst alle Feinde vernichten, bevor ich hier sich eine Leiter... Ach, ich sehe es doch schon. Das kann doch einfach nur scheiße werden. Das hat bisher eigentlich ganz gut geklappt. Nein, jetzt verpuppen sich alle. Nein, die Ficker. Nein, Fliegeninvasion. Sieht aus wie bei uns daheim im Wohnzimmer. Nein. Ich glaube, das war aber die letzte. Was? Und warum habe ich keine Leiter? Aha. Diese kleinen Pissmännchen, ey. Wie sie mich einfach hassen. Ja.
Und jetzt? Yeah, und ein paar Schüchen gekriegt. Ich hab schon Schuhe. Hä? Aber meine sind doch viel besser. Ja, dann. Kann ich die ja auch verkaufen. Aber dazu muss ich dann wieder in diese tolle Adventure-Gilde. Wo ich mich mit so vielen Menschen unterhalten kann. Ach Leute, komm, das gibt's doch nicht. Wo ist denn der scheiß Ausgang? Oh, ich muss jetzt hier aber nicht graben, oder? Okay, Lehm. Cave Carrot. Noch eine Cave Carrot. Ach Leute. Ja, und jetzt fängt es nämlich schon an. Ja, ich fühle mich nicht so gut, ich weiß. Und wir haben ja auch schon... Aber das Zeichen leuchtet auch noch auf. Wie kann denn das sein? Wo ist denn hier noch ein Gegner? Ach. Aha. Alles klar. Ich hoffe, ich finde jetzt eine Fliege. Hm. Danke. Das gute Bugmeat, Top und eine Leiter. Und ich bin Level 25. Yeah. Oh, das geht so ab, ey. Ich komme so gut voran, Leute. Jetzt aber auch raus. Wir haben schon wieder gleich 12. Shit. Egal. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ist ja gut. So. Klasse. Wir haben wieder einen Tag überstanden und überlebt. Ich weiß gar nicht, ob man hier sterben kann. Ach nee, man kann ja gar nicht sterben. Man kann... Aber für Erschöpfung umfallen, das geht. Und irgendwas anderes war es noch. Bin mir aber nicht genau sicher. Ach ja, genau, wenn es zu spät wird, dann kippen wir auch um. Und beide Fälle sind nicht gut irgendwie. Manche Sachen, da verlieren wir unsere Items komplett. Oder einen Teil unserer Items verlieren wir. Das ist echt übel und auch scheiße und macht wenig Spaß. Und bei dem anderen ist es so, dass wir dann beim Arzt wieder aufwachen. Und das ist auch richtig blöd, weil wir damit nämlich eine ganze Menge Geld verlieren. Ich glaube, es kostet 1000 Gold oder so. Das ist ein bisschen kacke. So, Leute, ich gehe da mal schlafen und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt in der Folge. Und wir sehen uns dann wieder in Stardew Valley 14. Oder 15? Ich weiß gar nicht. 14, 15? Irgendwas wird es schon sein. Auf jeden Fall irgendwas dazwischen. Wow, 1500 G. Geil. Es hat sich mega gelohnt, natürlich. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.